Euer Costa hier und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ihr habt es im Titel entnommen, im heutigen Video gucken wir uns Oversized T-Shirts für den Sommer an und wir starten sofort nach einem kurzen Intro. So Leute, Oversized T-Shirts für den Sommer. Es wurde vermehrt in den Kommentaren danach gefragt und ich dachte mir, okay, ich mache mich auf die Suche für euch. Check mal ein paar coole Oversized T-Shirts ab, mit Logo, ohne Logo, alles mit dabei. Wichtig war mir auf jeden Fall, dass alle dieser T-Shirts einen Maximalpreis von 100 Euro haben. Also es gibt nur ein paar, die über die 50 Euro Grenze hinausschießen, aber unter 100 Euro sind, weil über 100 Euro für ein Oversized T-Shirt bzw. allgemein für ein T-Shirt finde ich einfach überteuert, finde ich jetzt einfach abzocke und es muss nicht sein, so viel Geld für ein cooles Oversized-T-Shirt auszugeben, weil jeder, der sich ein bisschen mit Mode auseinandersetzt und sich mit Produktion auskennt, der weiß einfach, dass ein T-Shirt-Preis von über 100 Euro einfach nicht gerechtfertigt ist, weil die in der Produktion nicht ansatzweise so viel kosten. Deswegen über 100 Euro für ein T-Shirt finde ich recht happig und werdet ihr in diesem Video auf jeden Fall nicht finden. Wie immer findet ihr alle T-Shirts, die ich euch im heutigen Video vorstelle, unten in der Infobox verlinkt, deswegen checkt diese einfach ab. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt die natürlich gerne. Ich probiere natürlich immer zu helfen, wenn ich kann. Und falls es euch nicht stört, ich würde mich sehr über euren Support freuen. Lasst dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben da und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit den T-Shirts, die ich für euch rausgesucht habe. Ich habe jetzt einfach mal querbeet knapp über 10 T-Shirts rausgesucht. Wie gesagt, alles kostet unter 100 Euro und wir legen direkt los mit dem ersten T-Shirt, welches ich gefunden habe bei Snipes. Von der Marke New Era. Das T-Shirt kostet 35 Euro, ist ein sehr guter Preis und ist in der Farbe Off-White und hat jetzt so ein LA-Logo auf der Brust. Ich denke, die meisten von euch kennen diese Standard New Era Cap mit dem LA-Logo obendrauf, tragen sicherlich auch viele und hier finde ich die Farbe von dem T-Shirt zum einen sehr geil und ich muss auch sagen, dass ich dieses Logo auf dem T-Shirt platziert auch sehr cool finde. Der Print ist jetzt zwar nur auf der Brust drauf, ist dennoch ein bisschen größer, aber ich finde, das sieht sehr cool aus, hat hier unten nochmal so ein kleines Logo-Detail und alles in allem für den Preis von 35 Euro finde ich, ist das ein sehr cooles T-Shirt, was ich bis jetzt noch bei keinem gesehen habe und deswegen auf jeden Fall erste Empfehlung. Als nächstes gehen wir zu Nike rüber und dort haben wir ein paar sehr, sehr schöne Farben für den Sommer und ich finde gerade für den Sommer sind so ein bisschen hellere Farben wirklich cool. Pastellfarben waren letztes Jahr sehr angesagt, sind dieses Jahr immer noch sehr angesagt, also könnt ihr euch bedenkenlos holen und Nike Lab hat ja wirklich ein paar sehr coole Alternativen. Kosten 40 Euro und für die, die Nike Lab noch nicht kennen, die T-Shirts sind immer ein bisschen hochwertiger als die normalen Nike T-Shirts, kosten dementsprechend auch ein bisschen mehr, aber ich finde 40 Euro für so ein T-Shirt absolut in Ordnung und es gibt wirklich ein paar sehr schöne Farben, wenn man sich dieses helle Grau hier anschaut. Ich weiß, bei Grau, auch bei der Farbe, die ich hier gerade trage, das T-Shirt verlinke ich euch natürlich auch, ist von Uniqlo, aber bei so Farben wie Grau muss man natürlich immer aufpassen, wenn man jetzt eher der Typ ist, der dazu neigt, viel zu schwitzen im Sommer, würde ich lieber Farben wie Weiß empfehlen, aber auch so eine Farbe kann im Sommer wirklich gut aussehen, aber für alle sweaty Leute da draußen eher nicht zu empfehlen. Grau, dann haben wir das Ganze natürlich auch in Schwarz. Dann gibt es eine sehr schöne Farbe, die leider erst bald verfügbar ist, so ein Mintgrün. Dann gibt es auch noch ein sehr schönes Babyblau und einen sehr schönen Grauton. Aktiviert dort auf jeden Fall die Benachrichtigungen, weil wenn diese Teile online kommen, sind sie in der Regel sehr schnell ausverkauft. Deswegen Nike Lab ist immer heiß begehrt, deswegen setzt euch da auf die Liste und shoppt euch das Tee, wenn es dann erhältlich ist. Wer nicht warten möchte, kann beispielsweise hier bei Top Man abchecken, habe ich eine sehr schöne Farbe in so einem leichten Grünton, kostet 15,99 und hat ein Oversized Fit. Und ich habe von Top Man ein, zwei T-Shirts und ich muss sagen, die Qualität ist wirklich gut und vor allem der Fit ist richtig gut. Und die Farbe finde ich sehr, sehr cool. Es gibt noch ein paar andere Farben, könnt ihr natürlich auch abchecken, aber ich fand die Farbe für den Sommer macht auf jeden Fall was her, hat einen etwas dickeren Kragen, was ich auch schön finde. Und wie gesagt, der Fit bei den Top Man T-Shirts ist wirklich gut. Geht da auf jeden Fall true to size und ihr habt ein cooles T-Shirt für den Sommer. So, als nächstes gehen wir rüber zu der Seite Beastin und auch die haben wirklich immer sehr, sehr coole Logo-T-Shirts und allgemein haben die wirklich sehr coolen Streetwear-Stuff. Also für alle Leute, die gerne Streetwear tragen, checkt auf jeden Fall mal Beastin ab, für die, die es noch nicht kennt, weil dort findet ihr wirklich eine Vielzahl an coolen Brands, viele Brands, die ihr noch nicht kennt. Checkt das einfach mal ab. Ich habe jetzt mal meine Favorites rausgesucht. Und zum einen ist es ein T-Shirt in einem sehr schönen Grauton von der hauseigenen Marke Beastin selber. Und da ist jetzt so ein kleiner Brustprint drauf, welchen ich eigentlich ganz cool finde. Und es hat nochmal einen Backprint, Beastin Sports.
Alles in allem finde ich, sieht das T-Shirt sehr cool aus. Vor allen Dingen feiere ich diesen sehr hellen Grauton, der sehr schön ist. Und das T-Shirt kostet 45 Euro, ist noch absolut im Rahmen für so ein T-Shirt. Und ich denke, die T-Shirts von Beastin werden auf jeden Fall von der Grammatur auch immer so ein bisschen dicker sein. Und auch da geht auf jeden Fall eine Empfehlung raus. Als nächstes habe ich ein sehr schönes Nike-T-Shirt gefunden. Ist jetzt ein Air Jordan Tee in einem sehr schönen Blauton. Kostet 40 Euro. Den Backprint finde ich persönlich, der muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber vorne rum finde ich, sieht das T-Shirt extrem cool aus. Hat einen Oversize-Fit, hat so ein kleines Nike-Logo auf der Brust, was ich eigentlich ganz okay finde, ist recht minimalistisch. Und 40 Euro ist ein Preis, der völlig in Ordnung ist. Und ich finde wirklich, dass Blau so eine richtig schöne, mal knallige Farbe, so ein bisschen kontrastreicher. Damit könnt ihr einfach so ein Highlight setzen in euren Looks. Und deswegen auf jeden Fall mal abchecken. So, als nächstes haben wir wieder ein Nike-T-Shirt und das ist jetzt in einem sehr hellen Grauton, also so ein Grau-Beige ist das. Kostet 40 Euro und auch hier finde ich eine sehr, sehr geile Farbe vor allen Dingen. Sehr minimalistisches Nike-Logo auf der Brust, was ich ganz cool finde. Und wenn man sich jetzt die Bilder von dem Model anguckt, das T-Shirt sieht nach Oversize-Fit aus, aber jetzt nicht so einem übertriebenen Oversize-Fit, weil ihr seht, die Ärmel sind nicht ganz so lang und gerade für die Leute, die jetzt sagen, ey, dieses übertriebene Oversize finde ich nicht so geil, für die ist das hier auf jeden Fall optimal, weil ich kenne viele, denen gefällt dieser extreme Oversize-Fit, beispielsweise wie jetzt hier, wenn die Ärmel richtig lang sind, das gefällt den meisten nicht und deswegen hier auf jeden Fall eine Empfehlung. So, dann kommen wir zum nächsten T-Shirt und das habe ich gefunden bei Snipes und das geht so in die Richtung Vintage, ist jetzt kein richtiges Vintage-Tee, aber es ist vom Stil her so gemacht wie ein Vintage-Tee. Das T-Shirt ist jetzt von der Künstlerin Aaliyah, beziehungsweise die Künstlerin Aaliyah ist drauf, aber es ist von der Marke Mr. Tee, kostet 30 Euro und man sieht an dem Print, dass der extra so ein bisschen brüchig gemacht ist, dass es so ein bisschen diesen Vintage-Effekt hat. Und davon gibt es ja relativ viele T-Shirts, aber ich finde tatsächlich, dass man da sich wirklich Vintage-T-Shirts holen sollte. Und damit kommen wir auch zur nächsten Seite und das ist Etsy. Etsy ist eine Seite, die, glaube ich, aus den USA ist, ist sowas wie ein Marktplatz, also sowas wie eBay und eBay Kleinanzeigen. Und da verkaufen Privatleute quasi ihre Sachen und dort findet ihr wirklich den besten Vintage-Stuff. Lasst euch nicht von irgendwelchen Vintage-Seiten abzocken, weil auch die kaufen meistens über Seiten wie Etsy ihren Kram und verkaufen den dann einfach teurer weiter. Deswegen guckt direkt an der Quelle und zwar Etsy. Hier findet ihr wirklich sehr viele coole Vintage-Sachen. Also ich habe die meisten meiner Harley-Davidson-T-Shirts tatsächlich auf Etsy gekauft und dort findet ihr wirklich eine riesen Auswahl. Checkt das einfach mal ab. Oftmals sind so Vintage-T-Shirts auch richtig teuer, also ich habe schon knapp über 100 Euro für einige Vintage-T-Shirts bezahlt. Wenn sie irgendwie aus 1986 sind, 1987, wenn die schon relativ alt sind, kosten die auch manchmal ein bisschen mehr. Aber printtechnisch findet ihr dort wirklich sehr geile Sachen. Ihr seht das hier schon in der Übersicht. Besonders von Harley gibt es dort eine riesen Auswahl und sehr geile T-Shirts. Deswegen checkt auf jeden Fall Etsy direkt ab, bevor ihr euch das irgendwie aus zweiter Hand in irgendeinem Vintage-Store kauft, der es dann auch nur von Etsy gekauft hat und euch einfach teurer weiterverkauft hat. Deswegen, dort findet ihr wirklich eine Menge Vintage-Zeug. Als nächstes haben wir ein T-Shirt von der Marke Collusion und alle Leute, die jetzt diesen Givenchy Rottweiler-Fit cool finden, für die ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr günstige Alternative. Mit dem Preis von 18 Euro geht das auf jeden Fall klar. Hat jetzt einen relativ starken Oversize-Fit, würde ich sagen. Aber der Print sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ich denke, einige von euch werden diesen Print feiern. Deswegen auch das hier kann man abchecken. Sieht so ein bisschen boxy aus. Die Ärmel sehen so ein bisschen länger aus. Und ich finde, für 18 Euro kann man das auf jeden Fall mal abchecken. So, als nächstes gehen wir rüber zu Farfetch. Und auch dort habe ich ein paar sehr coole T-Shirts gefunden. Zum einen fangen wir an mit der Marke Chinatown Market. Die wird sicherlich der ein oder andere von euch kennen. Auch die haben sehr coole Print-T-Shirts, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Die haben jetzt viel mehr als die, die ich jetzt für euch rausgesucht habe. Aber die drei hier fand ich eigentlich sehr cool. Zum einen dieser Chinatown-Print mit den Flowers, was ja eigentlich immer ein sehr angesagtes Thema ist, kostet nur 24 Euro. Und ihr wisst ja, dass mein Farfetch-Code, den blende ich euch hier nochmal ein, immer noch gültig ist. Damit bekommt ihr nochmal 10% auf eure Bestellung, weil ich werde noch ein paar andere Sachen zeigen, die auch auf Farfetch erhältlich sind. Also zum einen dieses Chinatown-Market-T-Shirt. Danach haben wir ein T-Shirt mit einem Smiley-Motiv, beziehungsweise so ein Basketball mit einem Smiley drauf und auch nochmal Chinatown Market, was ich auch sehr cool finde vom Printmotiv. Ist jetzt natürlich etwas plakativer,
Aber ich weiß, dass viele Leute darauf stehen. Ich trage gerne auch mal plakativere Sachen, weil wenn der Rest irgendwie schlicht am Outfit ist, so ein ganz plakatives T-Shirt kommt natürlich auch cool. Und auch hier würde ich dann nicht so viel Geld dafür ausgeben, weil diese ganzen plakativen T-Shirts irgendwie nach einer Zeit, da ist man dann irgendwie schnell gelangweilt, weil es irgendwie zu auffällig ist und es nicht so oft tragbar ist. Deswegen ist es dann ganz cool, wenn man sich dann eins holt, was nicht ganz so teuer war, als wenn man sich jetzt beispielsweise ein Off-White-T-Shirt holt, was 250 Euro kostet und was man nur ab und zu tragen kann, weil der Print einfach so plakativ ist, dass es einfach immer direkt auffällt, dass du dasselbe T-Shirt an hast. Und deswegen hier auf jeden Fall eine ganz gute Alternative. Und als nächstes haben wir hier ein T-Shirt für 37 Euro, auch wieder mit einem Smiley-Motiv. Und ich finde gerade dieses Smiley-Motiv, klar, das sieht man bei vielen, vielen Brands, aber es ist eigentlich immer ein ganz frisches Motiv. Und ich finde, für den Sommer kommt das eigentlich immer sehr cool. Und gerade hier mit diesem Broken-Smiley quasi, sieht eigentlich ganz fresh aus. Der Fit von dem T-Shirt sieht auch cool aus. Deswegen auch hier könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Als nächstes ein sehr simples T-Shirt von der Marke Carhartt, hat jetzt einen kleinen Stick auf der Brust mit dem Carhartt-Logo, was ich auch ganz cool finde. Und bei den Carhartt-T-Shirts ist genau dasselbe Spiel wie vorhin bei den Nike-T-Shirts, haben einen leichten Oversize-Fit, aber jetzt nicht diesen übertriebenen Oversize-Fit. Und deswegen auch an alle Leute, die es so ein bisschen lässiger nur mögen, auf jeden Fall eine Empfehlung. Die Carhartt-T-Shirts sind von der Qualität her immer schön dick, immer eine sehr gute Quali, und auch hier könnt ihr wirklich bedenkenlos kaufen. Und das T-Shirt ist auch gerade im Sale von 48 Euro auf 29 runtergesetzt, deswegen checkt es auf jeden Fall mal ab. So, als nächstes ein T-Shirt, womit ich schon oft geliebäugelt habe, mir das Ganze zu kaufen, und zwar von der Marke Casablanca. Kostet 92 Euro, ist gerade auch im Sale, normalerweise 131 Euro, deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Ich finde diesen Print sehr cool. Zum einen finde ich halt diese Farben cool, grün auf weiß, knallt einfach immer cool, hat wirklich einen Sommer-Vibe, ist jetzt auch ein sehr sommerliches Logo drauf, und ich finde einfach diesen Tennis-Club-Vibe, den Casablanca da fährt, eigentlich sehr cool, und deswegen auch hier dieses T-Shirt, kann man auf jeden Fall mal abchecken, und auch hier beim Fit wieder ein leichter Oversize-Fit. So, wir kommen zu den zwei letzten T-Shirts, und die sind auch bei Farfetch erhältlich, und zwar von Adidas X Human Race, also der Marke von Pharrell Williams, meinem Namensvetter. Und das T-Shirt, muss ich sagen, sieht von dem Fit wirklich so gut aus. Ich weiß nicht, ob es am Körper des Models liegt oder am Fit einfach selber. Also der Fit sieht wirklich sehr geil aus, hat so einen leichten Boxy-Fit. Die Ärmel sehen wirklich cool aus, und zum anderen ist die Farbe sehr geil. Einmal dieser sehr helle Grauton mit einem Ton-in-Ton gestickten Human Race Logo auf der Brust. Und das Ganze haben wir nochmal in so einem Beige-Ton. Adidas natürlich immer eine gute Qualität, kann man bedenkenlos bestellen. Und alles in allem waren das auch die T-Shirts, die ich euch im heutigen Video vorstellen wollte. Kleines Fazit nochmal, Oversize-T-Shirt, auf jeden Fall ein Must-Have für den Sommer, finde ich persönlich viel cooler als normal geschnittene T-Shirts, weil es einfach ein bisschen lockerer ist, weil es ein bisschen lässiger ist und der Körper Platz zum Atmen hat, dadurch, dass die T-Shirts einfach ein bisschen weiter geschnitten sind. Ob man jetzt ein T-Shirt mit Logo oder ohne Logo nehmen sollte oder mit einem kleineren Logo. Ich persönlich finde beides cool, ich finde beides gehört in den Kleiderschrank. Mal hat man Bock auf gar kein Logo, also ein Blanco Basic T-Shirt. Mal hat man Bock auf ein kleines Logo, mal auf ein großes plakatives Logo. Also alles sollte irgendwo im Kleiderschrank vertreten sein. Also checkt auf jeden Fall die Infobox ab, denn dort ist alles für euch verlinkt. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über euren Support freuen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und natürlich nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video online kommt. In diesem Sinne, Leute, noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.